Grüß Gott, herzlich willkommen und guten Abend. Hallo, hallo. Spielraum Servus. Wien. Wir sind bei einer neuen Top 10 und zwar sind wir mal wieder bei was Spaßigem. Und zwar geht es um die Top 10 Artworks unserer Favorite Basic Islands. Also unsere Favorite Artworks der Basic Islands. Hat Spaß gemacht, wieder zum Raussuchen, finde ich. Ich muss gestehen, Plains fand ich etwas schwieriger als Islands. Ich auch. Ich auch. Es gab viel mehr schöne Artworks. Ja. Ich hatte bei den Inseln auch am Anfang so 20 oder so, aber das Karten ist mir viel leichter gefallen. Ja, mir auch. Ja. Dann würde ich sagen, bitte, start mal. Ja, ich fange mit meinem Platz 10 an, der wieder die klassische Nicht-Insel ist. Da ich beim letzten Mal war das auf Platz 2, aber ich will nicht predictable sein. Außerdem gibt es wirklich viele schöne Inselartworks und es ist eigentlich keine Insel, aber ich finde es trotzdem sehr cool, das Artwork. Es ist das Terrace Beyond Death. Blaue Mana-Symbol-Artwork, also die Insel, die keine Insel ist. Ich finde das einfach urgeil von den ganzen Farben her. Gefällt mir super gut, ist aber eigentlich keine Insel, deswegen ist sie nur Platz 10. Aber ist sicher eine meiner meistgespielten Inseln, weil ich das Artwork geil finde. Ja, gefällt mir gar nicht. Gefällt mir alle gar nicht. Nein, mir gefällt es sehr gut, aber es ist halt keine Insel für mich. Nein, also mich stört es nicht, dass es oben ist. Per se, mir gefallen die Artworks einfach gar nicht. Wirklich? Das ist einfach ein Mana-Symbol. Okay. Ja, aber es ist doch urschön, passt diese Atmosphäre schon. Und das ist auch weltraummäßig ein bisschen. Nein, mir gefällt sehr gut. Die gibt mir gar nichts. Tut mir leid. Passt schon. Mein Platz 10 ist Insel. Welche? Aus C18, glaube ich, ist das. Ja, Command 18. Command 18. Zeig mir das. Ich habe mir beim Durchklicken, also ich scrolle die Male durch und mache dann quasi auf. Ja. Mehrere Tabs und dann habe ich sehr schnell festgestellt, ich stehe irgendwie tatsächlich auf so Inseln oder Ausschnitte von Inseln, also so echte Inseln. Ja. Da hat man so einen schönen Strand, man hat so diesen Bogen und man sieht dahinter noch andere Inseln. Diese ein bisschen Romantiker. Ja, total. Ich freue mich auf den Urlaub. So, ja, das gefällt mir gut. Die Insel ist ja die Urlaubsfolge, ne? Jetzt sehen wir alle schön Urlaub auf der Insel. Perfekt. Hoffentlich schaut es halt auch so aus. Ja, eine Mischung aus Arches und Santa Barbara. Ja. Passt. No, das ist einfach. Das ist nicht die, so wie man Insel vorstellt. The Beach. The Beach, ja. Das könnte auch sein. Ein schlechter Film. Den habe ich gar nicht applausen. Der ist auch ein Film, aber ein anderer. Mein. Es ist wieder ein tanzendes Kind. Ich pack das gar nicht. mein Platz 10 ist ein Inselmech. Ich bin ein großer Mech-Fan, wie wir mittlerweile schon wissen. Aus The Brothers War. Da gibt es eben diesen coolen Mech, der aus dem Wasser rausgeht und mir gefällt einfach wie das Licht da in diese Dunkelheit der abendlichen Strömung hineinscheint und andererseits, dass eben das ganze Wasser, das von diesem Mech runtertropft und rinnt. Finde ich urgeil. Bitteschön, so schaut er aus. Ist halt auch keine klassische Insel jetzt. Ja. Ich wollte gerade sagen, du kannst nicht sagen, dass das keine Insel ist, weil das ist auch keine Insel. Ich habe auch nicht gesagt, dass es keine Insel ist, sondern dass es schier ist. Ach so, okay, verstanden. Ja, das ist, Geschmäcker sind verschieden. That's it. Mech, jawohl. Mein Platz 9 ist eine ganz klassische Insel. Es ist aus Jumpstart 2022. Es ist diese Insel, beziehungsweise diese schön. Insel. Finde ich sehr schön. Finde ich sehr schön auch. Ich finde auch die Spiegelung im Wasser sehr schön. Könnte Tropical Island sein, finde ich. Das stimmt. Ja, stimmt. Fehlt nur der Vogel, der vorbeifliegt. Ja. Ich finde auch den Himmel sehr schön mit den Wolken. Ich finde auch, dass man auf den, bei der Insel selber so Wasserfälle sieht, also in den Bergen. Finde ich richtig geil. Das gefällt mir total gut. Das ist einfach eine wirklich schöne tropische Insel oder wie auch immer, wo man halt, ja, wenn man dort am Strand Urlaub macht, kann man sich feiern lassen, glaube ich. Ja. Das stimmt. Mir wenn gefällt das Artwork auch sehr gut. Überhaupt. The Bird, der fehlt noch. Mein Platz 9 ist auch eine sehr klassische Tropeninsel, auch mit so Palmen und so. Der Strand ist nicht ganz so weitläufig wie beim Patrick. Generell schaut der Insel ein bisschen kleiner aus. Ja, ist ein bisschen kleiner, ja. Das ist so, ja, Robinson Crusoe verloren. Na, also mir gefallen halt diese tropischen, exotischen Inseln. Das, ja, finde ich einfach hübsch. Da kann man entspannen. Vielleicht hat das auch dazu, dass es urheiß draußen ist und man wünscht sich einfach nur ein bisschen mehr. Vielleicht deswegen. Ja, mein Platz 9.
Mein Platz 9 ist aus Jumpstart. Das ist ein bisschen eine abstraktere Insel. Mir gefällt dieses Abstrakte sehr gut daran, dass das eben so ein bisschen so Zendika-mäßig gehoben ist, diese fliegende Insel mehr oder minder. Und was meine Selbstanalyse gebracht hat, je mehr Wasser irgendwo runterrinnt, desto geiler finde ich das. Ich bin ein großer Freund von Wasserfällen, Wasserfällen und Bächen und whatever. Ja. Und da passiert halt auch so viel. Also ich hatte das auch auf meiner Shortlist, diese Insel. Sie ist dann gedroppt, weil es, weiß nicht, es ist halt zu symmetrisch. Nein, das ist ja für mich was Positives eigentlich. Aber mir ist es zu symmetrisch. Ja, ich weiß nicht, irgendwer hat es mir dann nicht so. Ich finde, es passiert so viel. Ich mag dieses, wenn was passiert. Okay. Das finde ich, Fun Fact, bei den Plains habe ich es nicht so gebraucht, weil da wollte ich diese Ruhe drin, aber ich will diesen Fluss des Wassers stilisiert haben. Okay. Das verstehe ich. Mein Platz 8 ist eine Secret Lair Drop-Karte, und zwar ist eine Bob Ross-Insel, beziehungsweise ist eigentlich, ja, Hawaii. Also, ich war Hochzeitsreise Hawaii und es... Warst du Hochzeitsreise? Das ist ein Bild von dir. Das ist ein Bild von mir. Das habe ich gemacht mit der Kamera und habe ich Bob Ross geschickt, der davor hat es gemalt und war das super. Ja. Nein, das schaut wirklich... Aber da passiert was, das ist Leihwand, da sind die Wellen davor. Die Wellen sind geil, auch die Palmen im Vordergrund und die hinten, die dann ein bisschen so durch die Sonne verwaschen sind ein bisschen, gefällt mir total gut. Ist einfach wirklich schön und ja, auch die Bucht der Welle finde ich halt richtig geil. Die unterschiedlichen Farben in dem Wellengupf, keine Ahnung, ja, gefällt mir wirklich einfach gutes Auto, wirklich schön, ja. War auch bei mir auf der Shortliste. Finde ich leimend. Ja, das ist wieder eine Insel. Das ist halt wieder eine Tropeninsel mit Palmen. Also das könnte auch quasi ein bisschen so verdreht sein, wenn du die Perspektive wechselst zu Batik seiner Insel. Mit der Palme und so. Und es hat Wasserfälle. Da passiert viel. Ja, das müsste doch auch gefallen. Da fällt Wasser von oben runter. Palmen für mich, die Palme für den Patrick. Optimal. Das ist so eine Insel, der passt. Sitzt am Strand, schlürft der Kokosnuss. Alles leibend. Finde ich gut, gefällt mir. Ja, finde ich auch schön. Was ich cool finde, ist auch diese Steine da vorne, die, weil das ist ein Kreis, ich will nichts sagen, das geht im Wasser weiter, das bildet einen Kreis. Das Bild hat einen Kreis? Ja. Da ist der Patrick gleich dabei. Ich bin gleich dabei, das ist mir gerade aufgefallen, das habe ich, hab ich nicht auf meiner Liste. Aber das ist sehr schön. Ja, sehr da passiert gut. Viel. Kreis entdeckt. In die Top 10 rein. Ja, schon approved. Wo sind wir? Platz? 7, oder? 8. Ein 8. Ich bin 7 und du bist auf 8. Mein Platz 8 ist wieder eine Insel, die ein bisschen in der Luft steht. Welch Zufall. Da rinnt aber diesmal nichts runter. Da rinnt nichts runter. Schaut aus wie ein Nashorn, die Insel. Ja. Das stimmt. Es schaut ein bisschen aus wie ein Nashorn. Ich finde, mir gibt einfach das Abstrakte dieser fliegenden Insel so viel, dieses Übernatürliche. Kann ich nicht sagen, warum. Unten passiert wieder was, da sind... Wellen, ich finde, das Wetter ist sehr schön eingefangen, dieses Stürmische. Ja, das gefällt mir gut an dem Artwork. Du hast mir so ein bisschen versaut mit Nashorn jetzt, muss man ehrlich sagen. I'm sorry, ich hab nur hingeschaut, was sind das für Nashorn? Aber es ist halt auch die Art und Weise, man muss sagen, ich habe jetzt nicht nur das Bild bewertet, sondern auch der rundherum, Rahmen und sonst ist wie der Rahmen da ist. Der Rahmen, finde ich, macht auch sehr viel. Ja, diese Anländer sind meistens... Die meisten anderen sind cool, aber ich muss gestehen, das persönlich finde ich nicht so geil. Aber ja, das macht nichts. Dafür komme ich zu meinem Platz 7. Commander Anthologies. Vielleicht hat es davor schon gegeben. Was ich an dem Artwork cool finde, ich mache es wieder größer, finde ich einfach... Das ist die Burg da hinten. Genau, es ist halt diese Burg in den Bergen. Es ist eine, es muss keine Tropeninsel sein, das kann Spanien, Italien, was auch immer sein, finde ich. Einfach ein schönes Meer auch, schön ausfließend hinten, aber eben grün, das gefällt mir auch dann gut, eben mit diesem Gebäude, finde ich alles mega idyllisch, auch da ein paar Vögel oben. Fun Fact, ich hatte diese Insel auf der Shortlist und ich habe sie wegen der Burg gecuttet. Wirklich? Ja. Finde ich arg. Na, die ersten zwei Plätze, die hatte schnell und dann war so, das ist... Hätte das Potenzial gehabt, weiter oben zu sein. Also Platz 7, ich finde das wirklich schön. Ich finde es immer sehr schön. Ich finde den Wellengang gut. Ich finde nämlich das Bild als Bild auch schön. Es ist immer so, bei diesen
Artworks von, die, wo wir wirklich Artworks machen, denke ich mir, würde ich mir das auch wohin hängen? Nicht nur, ja, würde ich auch gerne dort sein, sondern würde ich mir das auch wohin hängen. Das könnte ich mir vorstellen, dass ich mir auch hinhängen. Ja, typisch, ja. Ja, ja, das gefällt mir wirklich sehr gut. Na, die Burg passt schon. Ah ja, das kennen wir schon. Ja, das haben wir schon gehabt. Das hatte der Patrick schon, die Jumpstart-Insel. Das ist dann einfach eine wirkliche Insel. Ja, das ist nochmal in groß. Ja, die ist schön. Das, ja, die ist halt einfach idyllisch. Da ist man gern. Das Artwork ist schön. Da ist man gern. Mir gefällt das immer, wenn die Sachen nicht so statisch wirken. Also ich brauche jetzt nicht quasi so die raue See wie du, aber so ein bisschen die Wolken im Hintergrund. Es geht eine sanfte Brise. Die Kokosnuss in der Hand. Palmenwedel in der anderen. Ja. Leibend. Alter, ich habe so Gust auf eine Kokosnuss dabei, bringe ich das normalerweise gar nicht. Aber jetzt, das hypst mich voll weg. Mein Platz 7 ist wieder ein John Avonland. Einer der besten Zeichner, finde ich, für Landschaften. Ja. Es ist eine Insel aus Unstable. Die schaut einfach arg aus, weil da passiert so viel. Da ist eben wieder die, da ist der Seegang, da ist der Nebel, die Vögel. Und das ist halt nicht, ich bin jetzt auch nicht dieser Beach-Freund so, sondern da muss was sein. Das ist die harte, raue Wikinger, See. Wikingersees, Wikingerinseln sind. Da müssen mindestens zwei Schiffe schon zerschellt sein, auf jeden bevor Fall die Insel akzeptabel ist. Eben. Ja. Nein, finde ich super gut, dass alles so extrem im Blau gehalten ist, finde ich auch sehr schön. Mhm. Im Endeffekt hast du da drei Farben, du hast Blau, du hast Weiß und du hast Schwarz und du hast halt Untertöne dadurch. Mhm. Und das finde ich einfach mit theoretisch mit drei Farben sowas zu, eine Komposition zu finden, finde ich sehr stark. Mhm. Mein Platz 6, ich habe das Bild gesehen und habe das Bild urgeil gefunden. Es ist von The Lord of the Rings, Tales of Middle-Earth. Hatte ich auch kurzfristig um. Und dann habe ich, und dann war es, war kurzig so, ah, das ist ja Platz 2 oder Platz 3 sogar oder so, ja. Und dann war es halt auf groß und dann habe ich gesehen, dass da unten der Gollum ist. Ja, weil das Gollum aus da weg mit dem, Alter. Weil das der Gollum. Die Szene ist, eben wo er diesen Fisch macht. Da ist am Reiher. Und auf den Tisch ich, kommt heute ein Fisch, irgendwie so saftig ich, süß. Genau. Frisch. Er sagt frisch. Auf den Tisch kommt heute ein Fisch, so saftig. Ich glaube, er sagt so saftig süß auch. Ja, es sind ja mehrere Strophen. Alles ja wurscht. Und der Gollum hat das ganze Bild hat es mir mit der Zeit versaut. Im ersten Moment habe ich es cool gefunden, dass der Gollum ist, weil ich es halt cool finde als Middle-Earth, als Lord of the Rings Artwork. Aber ich brauche ihn dort nicht. Ich brauche ihn halt nicht, weil ich will halt eigentlich ein deswegen haben sie ihn nicht weggezahlt von dort. Ich mag halt den Wasserfall und das, weil ich bin eigentlich gar nicht, auch nicht so der Sandstrand- und Meertyp. Ich bin eigentlich mehr so der See- und Bergtyp. Aber das findet man halt bei Insel-Artworks relativ wenig, weil es auch nicht passend ist, finde ich. Aber das gibt halt dieses Feeling, ja. Und das finde ich halt eigentlich urschön, aber der Gollum ist leider ein, ja. Der Gollum halt. Ist halt so fragwürdig, ne? Ja, das ist Smeagol. Smeagol. Warum nicht? Mein Platz, wo sind wir? X. 6. Platz 6. Bisschen was anderes. Mhm. Das ist nämlich eine Insel, aber die hat sehr wenig mit Strand im klassischen Sinne zu tun. Es ist nämlich Venedig, das Euroland. Ja. Finde ich einfach ein richtig, richtig schönes Artwork. Das ist auch eines von denen, das erkennt man sofort. Ja. Also es gibt ja so ein paar so, hey, okay, das ist halt irgend so ein deutscher Wald oder so. Mhm. Ayers Rocker kennt man auch ganz gut. Aber das siehst du halt und weißt halt sofort, was ist. Und wenn nicht, dann bist du halt, sorry, ungebildet. Wenn du das nicht als Venedig erkennst, halt, ja. Wobei Venedig nicht so ausschaut, aber es ist eine gute Interpretation. Ja, also gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, verstehe ich. Finde ich auch gut. Finde ich hübsch, ja. Mein Platz 6 ist eine Promokarte aus dem MKM Standard Showdown Promos. Es ist das Basic Island nämlich von Piotr Dura. Mhm. Dieses Portal geht mir original am Arsch vorbei. Ja, ich sag's euch so, das ist der Grund, warum ich es runtergegeben habe auf meiner Liste. Das könnte nicht da sein und das würde mir besser gefallen. Ja. Mir gefällt einfach diese lange Brücke zu dieser Insel hin. Mhm. Und dann hast du so und wie zur Learn Academy. Und du hast links und rechts eben die See mit diesen Felsbrocken. Wie ist die See, Christopher? Rau ist die See. Die See sind ist die Steine, rau, wo das Schiff zerschellen kann. Ja. Du kannst da nicht mit dem Schiff hinfahren, deshalb sind die Steine ja da. Weil du musst das Portal Durm, nehmen. Deswegen kannst du das Portal durch. Nein, ja, finde ich super. Finde ich richtig schön. Finde ich auch eine spannende Interpretation und ich glaube, die einzige, die wirklich
auch so dargestellt wird. Finde ich, mir hat es auch sehr gut gefallen, das Portal hat es für mich gekillt. Ja, das war sehr lang auf der Liste. Der Portal killed it. Ja. Deswegen ist es nicht höher. Sonst Top 5. Ja, das war klar. Ich habe das gesehen, ich habe gewusst, du hast das. Das Top ist so 5, kreisig. Game Night Free for All Insel. Man muss sagen, diese Insel gab es bei der ersten Game Night, bei der zweiten Game Night und bei der dritten Game Night. Das ist immer dieselbe Artwork. Schaut weird aus. Und das. Wie ist Deppert schaut die weird aus? Es ist ein Mark Pohl Artwork. Und in jedem. Im Game Night 1, 2 und 3 sind die Farbkombinationen immer ein bisschen anders. Die Blautöne sind ein bisschen anders, die Pfosten sind ein bisschen anders, es ist alles ein bisschen anders. Mhm. Und das von 3er gefällt mir am besten, weil es von den Farben mir am besten gefällt. Mhm. Finde ich wirklich am schönsten. Ja, es ist ein bisschen weird, das stimmt, aber ich finde dieses, das offensichtlich... Das Runde. Das sind so viele Kreise, Patrick. Ja, das offensichtlich Menschen gemacht hat. Was ich ein bisschen weird finde, ist aber, dass sich dann die Felsen auch so ein bisschen biegen, auch die zwei Monde oder so immer sind, finde ich, es ist irgendwie sehr abartig, aber ich finde es cool. Es ist sehr eigenartig. Es ist sehr eigenartig, ja. Aber ich habe das gesehen, ich habe gewusst, das ist so rund und das sind so Kreise, also der Batik sicher. Ja. Ich bestehe wenigstens zu meinen Fables. So. Ja, ich auch. Ich kehre wieder zu guten altbekannten Insel zurück. Bogen. Ja, Insel, was ist das? Dual Deck? Irgendwas Elfs gegen Ventus. Elfs, was ist Ventus? Ist das? Glaube ich, ist das, ja. Ja, das ist irgendwie so, wie als würdest du aus seiner Bucht hinausschauen, auf seiner Insel. Und das, ja, das hat halt wieder alles, was mir gefällt. So ein bisschen überwachsene Felsen, sehr bläuliches Wasser in der Nähe. Das ist halt einfach eine Insel, da denkst du, ja, ist ganz nett. Da könnte man Urlaub machen. Oder verschollen sein oder so. Oder verschollen sein. Nicht so. Das spiegelt aber alleine wieder, was halt von links ist. Das ist ein bisschen deppert nach einer kurzen Zeit. Und aus den Wilson. Wen? Den Wilson. Die den Volleyball. Wieder. So. Das ist ein Volleyball, oder? Ah, ist ein Volleyball, ja. Die Kokosnuss schlürfst. Der Wilson sitzt an dem. Der Christoph, also, was ist mit dir? Der einen Strudel. Ja, schöne Überleitung. Wir sind zurück bei Zendikar Rising. Der Strudel. Das hat ganz lang bei mir gekämpft, die dritte Honorable Menschen zu werden. Und dann ist es ein anderes Land. Das ist einfach so schön. Wurde es runtergespült. Ja. Also ich meine, man muss ja sagen, die Leute, die sich dieses Setup von Zendikar Rising mit diesem Shifting Landscape überlegt hat, das ist ja wirklich, das ist ja schon grandios gut. Und als Zeichner musst du ja hingehen und den Leuten die Füße küssen, weil du so arge Sachen machen kannst, wie eben dieses Island. Und dieses Island, ich erinnere mich an mir, diese Feuerlichkeit von Eingriff, du bist total, wo können wir Basic Island spielen, ne? Weil ich will die Island spielen. Und noch immer ist eines der schönsten Island Artworks, weil es halt auch was ganz anderes ist. Ja. Ja, wie gesagt, lang gekämpft für den dritten Honorable Menschenplatz für mich und dann gegen eine echte Island, weil es eben keine Island ist, verloren. Aber ja, sehr schön, bin ich bei dir. Das ist auch sehr schön. Mein Platz 4, da habe ich erwartet, das habe ich Matthias früh gezeigt, weil ich erwartet, dass er das auf seiner Liste hat, das Throne of Eldraine Insel. Weil, das ist auch wirklich schön da. Weil ja, er halt immer diese, bei den Plains immer diese Sonnenstrahlen so favorisiert hat. Das ist wirklich ein schönes. Das hat das halt alles. Was mich, wie ich es mir dann wirklich auf groß angeschaut habe, ist auch ein Eben Artwork. Eben natürlich immer der Beste. Was mich ein bisschen gestört hat, und deswegen ist es nicht in die Top 3 gekommen, ist dieses Kreisding, was die Stadt oder so irgendwo in der Mitte ist. Das sieht man nur, wenn man es wirklich groß macht, weil das finde ich... Und keine Palmen halt, ne? Wo trinkst du die Kokosnuss? Ja, das ist mir doch wurscht. Ich bin eben mehr... Kannst du die Ziegenmilch trinken? Das ist mehr das, was ich mag, eben Berge und See. Passiert was, ja. Und da passiert auch was und die Sonne ist halt auch eine schöne Komposition. Das ist ein schönes dieses Kreisding, was wahrscheinlich eine Stadt irgendwas sein soll, das... Naja. Nimmt es ein bisschen weg, deswegen nicht Top 3, aber noch immer sehr weit oben, weil ich es einfach wirklich schön finde. Ja. Ja, sehr weit oben in den Bergen, darum begeben wir uns wieder auf Seelevel. Was sind wir jetzt? Platz 4? Platz 5? Jawohl. Platz 4. Das gefällt mir auch. Ist einfach eine schöne Bucht. Ist auch wieder mit diesem Bogen, wie mein Platz 10. Du hast immer wieder Bogen. Ja, das gefällt mir. Platz 5 hattest du auch so einen kleinen Bogen. Ja. Und das geht gerne irgendwo durch. Ja. Oder schwimmt durch. Ja, das gefällt mir. Mit der Kokosnuss. Mit der Kokosnuss, das ist im Strand. Aber das ist nicht so kokosnussmäßig. Nein, das ist nicht ganz so kokosnussmäßig. Das ist nicht so das ganz ist eher im Süden. Europäisch. Das ist europäisch. Ja. Findest du das? Ja, ja. Finde ich schon. Das würde ich eher... Aber es ist Mittelmeer. Würde ich gar nicht sagen. Ich würde das eher so... Ja, weiß man nicht, gell? Kann schon am sonnigen Tag auch
auch nördlicher sein. Ja, ja, Nordsee. Ich meine, du hast schon einen Sandstrand, aber das muss jetzt nichts heißen. Nein, das heißt nichts. Das heißt nichts. Aber doch, das heißt schon was. Das ist gut. Das ist gut. Mein Platz 4. Kannst du nicht machen. Mein Platz 4 ist wieder was Snowcovered. Finde ich einfach extrem schön. Ist ein Snowcovered Island aus Cold Snap. Gibt mir dieses Wikinger-Flavor, das ich so gerne mag. Es ist einfach alles eingefroren. Hinten geht der Wind, bläst den Schnee runter ein bisschen. Vorne ist das, der Eissee, der ein bisschen aufgebrochen ist. Ist ja, halt wieder mal was ganz anderes und dementsprechend das Setup einfach zu schön, um nicht erwähnt zu werden. Geschmäcker sind verschieden. Mein Platz 3, Top 3, das ist die Assassin's Creed Full Art Insel. Die ist einfach schon wirklich, wirklich, wirklich schön. Ich meine, warum es nicht höher bei mir ist, ist einerseits auch wegen dem Schiff. Das finde ich zwar cool, es passt in das Setup, es passt, das ist mega harmonisch, das ganze Bild. Und deswegen finde ich es auch so cool. Das hat auch einen Bogen für Matthias. Und du hast auch einen Sandstrand, du hast deine Palmen und du hast auch die Inseln der Fähre, du hast auch deine Vögel für den Christopher, es fehlt was dabei. Aber es ist das Boot, weiß ich nicht, es passt gut rein, aber es. Das ist ja kein Boot, Patrick, das ist ein Schiff. Aber ja, ohne diesem Schiff ohne würde dieses Artwork nicht wirken. Ja, wahrscheinlich. Weil dann ist nichts da. Ja, dann ist einfach Physik. Das würde mich aber, glaube ich, nicht stören. Das macht nichts. Das ist das gewisse Etwas. Das vielleicht Schiff. Ist es auch das gewisse Extra, aber für mich ist es trotzdem deswegen nur ein Platz 3. Ich meine, das ist eh ein Stocker und das ist eh weit oben dafür. Das ist eh unfair, weil wenn wir die Plans gemacht haben, gab es noch keine Assassin's Creed. Aber jo, die Insel hat es geschafft auf meinen Top 3. Verstehe ich. So, mein Stockerplatz, Nummer 1 aus Mirage. Das hatte ich ganz lang oben und habe es gecuttet, weil es mir zu viel orange-rot war. Na, ich liebe diesen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Your choice, ob du einen Tag starten möchtest oder am Abend am Strand chillen. Gefällt mir sehr gut. Auch, dass das Meer nicht so ruhig ist, sondern ein bisschen so Wellen. Also, finde ich richtig, richtig gut. Mir war es zu dunkel. Ja, mir war es dunkel und der Rotanteil, mir war es ist ganz anders als die anderen Inseln. Na, könnte auch ein Mountain sein. Dazu ist zu viel Wasser, finde ich. Wasser. Aber ja, aber das könnte Berg Sand ist, sein. Volcanic weißt du? Island. Könnte so Sand davor sein, deshalb. Ach so, meinst du, ja? Ja. Anders interpretiert, was es ist. Mir hat das einfach irrsinnig gut gefallen. Oh. Schön. ja. Naja, auf jeden Fall, oder? Ja, auf jeden Fall. Mein Platz 3, Infinity Planet Erde. Ist einfach geil, humbelt mich ein bisschen. Diese ganze Welt als Schichtlimmer. Fange ich ein bisschen zu plärnern innerlich. Finde ich super schön. Finde ich einfach eines der besten Artworks. Ja. Ist halt keine echte Insel. Aber es sind halt sehr viele Inseln auf dieser Erde und es ist halt der Weltraum auch in Blau gehalten und das Eis rundherum um diesen Planeten finde ich super schön. Platz 2, Corset 2020. Ist vom Artwork her so schön, dass es auch eine Platz 1 sein könnte. Ist auch ein John Avon wieder, weil wenn es um Bilder geht, ist er einfach der Beste. Also um Landschaften. Mein Platz 1, deswegen Platz 1, weil es halt ich einfach mehr gespielt habe als das. Ich habe diese Karte, glaube ich, nie gespielt. Aber es ist einfach so schön. Diese Wasserterrassen, die Bäume, das ist einfach ein wirklich schönes Bild. Ich kann gar nicht sagen mehr dazu. Ja. Der Himmel wird nicht hervorgehoben, aber das finde ich auch gut, weil es sich ja im Bild unten im Wasser so viel tut, eben durch diese Terrassen und so. Finde ich einfach ein wirklich geiles, wirklich schönes und auch ein, ist kein Meer, sondern etwas, wo ich mich halt eben hinsetze, da auf seine Zunge ins Wasser rein und einfach durchatmen und chill. Ja, finde ich geil. Ganz ohne Kokos. Ohne Kokosnuss. Ohne Kokosnuss brauche ich nicht. Vielleicht einen Apfel vom Apfelbaum. Zum Beispiel. Oder nehmen wir Hüsen mit. Jetzt muss ich kurz schauen, Patrick. Ja. Sind da noch 4 in meiner Datei drin? Das geht ja dann nicht aus mit der Honorable Mentions. Oder hast du eins gekillt? Nein. Sind es zu wenige in meiner Liste? Oder haben wir eins geskippt? Ich habe nichts geskippt. Aha.
Wurde ein Hand geschluckt. Du hast 12. Und traurig. Das kann sich natürlich nicht ausgehen, wenn wir 13 brauchen. Geh mal kurz rauf, dass eine Ding fällt. Ich hatte noch eine Insel. Schade. Naja, gut, dann ist sie. Ja, wo ist die Idee ausgeschaut wie die anderen? Ah ja, Platz 3 kämen wir. Oder ist das ein genau. Honorable Mention? Ist das Platz 2 oder ein Honorable Mention? Das ist Platz 2. Okay. Weil mir das sehr gut gefällt. Damit der Christoph wieder ja, weiß, genau, welches das ist. Ja, das wolltest du nicht haben. Genau. Mir hat das aber mit der Burg schon sehr gut gefallen. Also, das ist das mit dem Strand und dieser Blick hinaus. Einerseits quasi hast du das Meer, andererseits doch diese Befestigungsanlage auf der Burg. Du hast wieder dieses Gefühl von Wind, das auch einerseits natürlich hinten mit den Wolken, andererseits unten mit dem Wasser so wieder gespiegelt wird. Also, ja, das spricht mich einfach sehr an. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ich habe es auf der Liste gehabt, ich werde nicht widersprechen. Mein Platz 2 ist wieder ein Snow-Covered Island. Es ist aus dem Secret Layer Drop Eldraine Winter Wonderlands, heißt das. Mhm. Und das ist halt, also wenn das nicht Winter Wonderland ist, dann weiß ich nicht, was das ist. Ja. Ich bin so begeistert von diesem Artwork. Es ist so absurd schön. Ja, kann einfach nicht mehr dazu sagen. Bin stark begeistert. Es sind einfach zwei Snow-Covered-Sachen jetzt oben. Ja, aber beim letzten Mal auch schon gehabt. Bin halt doch ein alter Wikinger. Halt mein Handy ist einfach zu blöd und kann die Datei nicht aufmachen. Weil er immer will, dass ich mich wo anmelde. Jetzt wollte ich nachschauen, welche Insel es geschluckt hat. Na Patrick, du kannst beginnen. Ich glaube mit Online. Ja. Ich habe dir keine weggenommen. Mein erster. Ich weiß schon, doch, ich weiß, welche Honorable Mention noch war. Okay. Danke. Mein erster Honorable Mention ist relativ schnell, weil die hat der Christoph auch schon gehabt. Als Platz, das ist im Endeffekt die Infinity Erde, der blaue Planet. Was will man mehr? Ist natürlich keine wirkliche Insel, aber es ist wenigstens ein blauer Planet. Gefällt mir ganz gut. Ja, Infinity ist einfach schön, ist halt aber keine Insel, deswegen ist es drauf. Die zweite Honorable Mention, die ich jetzt mache, hat der Christoph auch schon gehabt. Wirklich? Ja. Mhm. Die Unstable Insel. Die Insel hat nämlich dann den Wassersturm besiegt, weil das halt eine wirklich coole Insel ist. Mhm. Und auch wenn man das oben und unten wegschneidet, jetzt wirklich jetzt nur das macht, hat man noch immer viel Action eben mit diesen zwei Inseln, eben mit diesen zwei Felsen in Wirklichkeit, mit den Vögeln, mit dem Wasser, mit dem Wild. Also es ist richtig, auch richtig geil gemacht, gefällt mir total gut. Und mein dritter Menschen, die hatte noch niemand, deswegen kann ich dir ein bisschen mehr sagen, ist was ganz was Spezielles. Mhm. Das schaut arg aus. Genau. Das ist aus Dragons of Tarkir. Und das ist von der Farbe her. Es ist keine Snow-Covered-Insel, es ist einfach eine Insel. Ja, und es ist ja so weiß an Teil, dass es arg ist. Mit den Blitzen, mit den Drachen offensichtlich, weil es halt Dragons of Tarkir ist. Ja, schaut halt richtig, richtig wild. Also ganz was anderes, finde ich, hat eine Honorable Mention verdient, weil halt keine typische Insel, aber halt schon sehr cool, sehr speziell. Ich finde es schon ein bisschen so aus, als wäre quasi das Artwork, also wenn du es auf ein Bild quasi überspielen würdest, in dem Moment aufgenommen, wo quasi der Blitz alles überbelichtet. Und darum ist es quasi so. Es ist von unten die Gischt und von oben ist der Blitz. Ja. Und darum schaut alles so weiß aus. Aber ich finde es schaut cool aus. Schaut spannend aus. Saugeil, ja. Ja. Hat was, ja. Ja. Gefällt mir. Ja. Irgendwie sehr speziell. Mhm. So. So, meine Honorable Mentions. Einmal aus dem originalen Zendika. Wie der Christoph schon gesagt hat, diese Kreation dieser speziellen Welt, auch mit quasi der eigenen Physik und der eigenen Gravitation, wie wo was funktioniert, fand ich einerseits einen sehr coolen Ansatz. Und bei dem hat mir einfach die Farbkomposition immer sehr gut gefallen, bei dem Artwork. Es ist jetzt auch keine klassische Insel, darum nur eine Honorable Mention, aber das war immer von der Farbkomposition mein Lieblingsartwork. Das war auf meiner Shortlist, weil ich diese Sphäre um den Hedron immer cool gefunden habe. Ohne Spaß. Und geil. Ich muss gestehen, es ist von den Zendika-Ländern das mir am wenigsten gefällt, lustigerweise. Ja. Witzig. Meine zweite Honorable Mention, das ist was ganz was anderes. Das ist sehr aber speziell. Natürlich aus meinem Lieblingsset Lorwyn. Das gefällt mir einfach irrsinnig gut mit diese Blumen, das Bunte. Ist alles so fröhlich, so nett. Da hinten ist so ein bisschen der Wasserfall und so. Bis die Nacht anbricht. Ja, das. Genau, und dann kommen so die Glühwürmchen raus und so. Dann feiert dich irgendwie ein Murderous Raid Kebab. es ist sehr kindlich, ja. Psycho.
Das gefällt mir sehr gut. Und ich weiß mittlerweile, was geschluckt worden ist. Es ist natürlich aus Outlaws of Thunder Junction. Da fand ich damals schon die Ebene richtig geil und mir gefällt die Insel auch sehr gut. Kannst du vielleicht noch einblenden. Ja. Sie ist nur eine Honorable Mention, weil es auch in diesem Fall keine Insel ist, sondern dieser Wasserfall. Und da gefällt mir einfach das Design richtig gut. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich muss es erst finden. I'm sorry. Was sind die Basics da drin? Ja, genau. Ah, das ja, da. Ja, genau. Das gefällt mir einfach sehr gut. Das Mana-Symbol in dem Wasser. Ach so, ja, so. Genau. Ja, das da gefällt mir da einfach haben wir immer diese Mana-Symbole, das Bild. Das ja, das finde ich auch. Das, na, das gefällt mir sehr gut. Auch nur eine Honorable Mention, weil es keine klassische Insel ist. Mhm. Aber dieses Wüstensetting gefällt mir einfach sehr gut. Okay. Sehr gut. Meine erste Honorable Mention ist eine Grand Prix-Promo gewesen. Mhm. Das schaut ganz arg aus, finde ich. Ja, das ist so was ganz anderes, weil du die Insel nicht wirklich siehst. Du siehst halt hinten Teile vom Land. Du siehst halt diese Bäume, die im Wasser beim Wasserfall stehen. Mhm. Sind das Bäume oder sind das Felsen? Ja, das sind so Felsen mit sagen. Bäumen. Ja. Finde ich extrem gut. Ist was ganz Tolles. Dann natürlich wieder ein John Avonland. Mhm. Das ist für mich die klassische Insel. Das ist meine klassische Insel da. Mhm. Finde ich sehr geil. Und der Fails. Charge Basics. Das finde ich echt nicht schön. Das ist wirklich richtig ordentlich. Dieses Phallus-Symbol im Wasser ohne irgendwas, das hat nichts sonst. Ja, naja, ich finde nicht, dass es nur im Wasser ist. Die Perspektive, du schaust von deiner Insel auf quasi diesen Felsen, der vor deiner Insel ist. Weil halt ein bisschen dieses Grünzeug drumherum ist, oder was? Finde ich sehr spannend. Also ich finde, also du bist da quasi in einer Bucht, in einer grünen und schaust, blickst auf diesen Felsen. Und ja, das sind meine Honorable Mentions. Gut, dann sind wir bei Platz 1. Platz 1 hatten wir gerade als Honorable Mention. Ist einfach die Insel, wenn es um Insel geht. John Avon, unhinged, Insel. Schöner wird's nicht. Ein riesengrüner Batzen im mittenblauen Meer mit Himmel, mit Weiß, mit Blau. Einfach urschön. Wie fotografiert. Na, die Bar, ein bisschen was sieht man von den Wasserripples, die weißen Gischt und so. Wenn das nicht das Schönste ist, das ist sicher auch, also neben dem Terrorsland ist das mein meistgespieltes Land. Ja, ich habe die in Foils, ich spiele die, ich liebe die, die sind super. Die sind einfach echt schön. Ja. Geil. Ist einfach richtig schön, ja. Ist halt sehr klassisch, gibt es schon ewig, aber ist noch immer total. Zeitlose Schönheit. Zeitlose Schönheit, genau, danke. Ist eine witzige Überleitung, weil mein Platz 1 ist literally die Insel, die es am kürzesten gibt. Es ist nämlich die Assassin's Creed Island, tatsächlich. Ich finde, das Bild hat einfach alles. Ich finde auch den Abstand vom ersten Platz zum zweiten Platz bei mir ist absurd. Ich finde die so viel schöner als alle anderen Inseln. Die fängt halt einfach alles ein, wie der Patrick vorhin schon gesagt hat. Der Strand ist oben, das Meer hat genau die richtige Farbe, es fliegen die Vögel, es tut sich was mit dem Schiff, du weißt genau, wo du bist, es hat so ein bisschen was von Abenteuer, es ist der Bogen da am Strand, richtig toll, mir gefällt die Perspektive, mir gefallen die Farben, mir gefällt das Setting, das finde ich einfach richtig, richtig geil. Für mich die schönste Insel. Mein Platz 1 ist, das haben wir auch schon besprochen heute, M20 Nummer 265. Ist jetzt ganz anders als die anderen Inseln, die ich gehabt habe. Das ist was, wo man melancholisch wird, finde ich. Das ist so die Insel, bei der ich zur Ruhe kommen könnte, wo einfach einmal, wo der ganze Stress und der ganze Druck der Gesellschaft und des Lebens nicht da ist und dort möchte ich gern sein. Es wirkt sehr ruhig. Das hat alles. Auch weil, wie der Patrick gesagt hat, im Hintergrund jetzt nicht sich so viel abspielt bei den Wolken oder so. Es ist einfach auch das Wasser. Du hast ein bisschen die Strömung seitlich von den kleinen Wasserfällen und vorne ist es aber ruhig. Das ist das schönste Island. Also das ist die eigentliche Tragik ist, dass es das nicht in Fullart gibt mit ein bisschen nach oben, nach unten. Leider. Aber das schönste Island. War mein Platz 2 und ich bin voll bei dir. Ja, ich verstehe, warum es ein Platz 1 ist. Ja. Es ist ein wirklich schönes Artwork. Das würde ich mir zum Beispiel aufhängen. Ich auch. Ich meine, ich würde mir das wahrscheinlich sogar eh aufhängen, das ist mein Platz 1, muss ich gestehen, weil sich da mehr tut und es ruhiger ausschaut. Das erste ist halt, ist halt eine coole Insel. Finde ich Magic-mäßig cooler. Das würde ich mir eh aufhängen. Ja. Schön war's.
Ja. Hat mir wieder sehr gut gefallen. Ja, das stimmt. Ich finde es witzig, dass doch auch wieder Überschneidungen gewesen sind. Ja, aber mehr als bei Planes, bei Planes auf jeden Fall. Aber wenn wir auch im Vorfeld gesagt haben, wir haben uns leichter getan bei dir, weil ich finde, die Auswahl ist nicht so. Ja, es gab auch, also ich meine, ich habe es bei Planes auch schon so gehandhabt, dass ich relativ wenig genommen habe, wo irgendwelche Gebäude, also bis auf diese eine Burg, aber so richtige Städte oder so irgendwas oben gewesen sind. Und es gibt irrsinnig viel so Flüsse, die in irgendeiner Riesenstadt sind. Ja. Und die, ja, haben alle nicht so gut gefallen. Ja. Muss ich auch oder irgendwelche Metallwelten, ja, also Mirrodin oder so. Ja, ja, also alle Ravnica-Länder, alle Streets of New Capenna-Länder und alles, was auf Mirrodin fällt viel weg, Frex passiert. Ja. Ich habe relativ lang gehabt, so eine Promo von Kamigawa, wo dieser nur mega Wasserfall ist und der eine, dieser eine Tempel mit dem Wasserfall, ja, der eine Bogenseite, das habe ich relativ lang gehabt. Aber dann haben wir auch gedacht, es ist einfach nur Wasserfall und es ist. Ja, wieder keine Insel halt, ja. Ja, genau. Ja. Schön war's. Ja, schön war's. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. War wieder mal was anderes bei unseren Top 10. Vielen Dank für euren Input. Ihr könnt es natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren auf allen unseren sozialen Medienkanälen, uns im nächsten YouTube-Video sehen oder im Spielraum in Wien antreffen. Gute Nacht und auf Wiedersehen. Ciao, Baba. Ich finde es witzig, dass ihr auf Platz 1 und Platz 2 die gleiche Insel habt. Ja, also aber es ist auch ein schönes Atem. Ja. Es ist halt von der Art her nicht so. 1, 2, 3 sind bei euch.